begrüßen nochmal euren Moderator mit einem dicken Applaus zur zweiten Hälfte vom Comedy Club Delmenhorst. Hier ist Markus Weitze. So, guten Abend, da bin ich wieder. Habt ihr alles? Ja? Alles noch gut? Wartet mal hier. Der Fächer möchte noch ein Bier. Die Dame kommt gleich, bringt Ihnen das. Sehr schön. Ja, das ist schön, wenn man deine Gäste persönlich kennt, wir lernen uns alle noch kennen. Zum Beispiel Romy fragt, wo meine Leuchtschuhe sind. Romy, wo ist Romy? Da hinten ganz. Sonst bist du doch hier vorne. Romy, nächstes Mal habe ich wieder Leuchtschuhe an. Ich habe sie nicht aufgeladen. Aber Ingo, du hast das Buch gesucht. In der Toilette, zweite Tür. Da habe ich hingelegt. So, und wo ist Heike? Heike W. hat ein Facebook-Bild mit einem Deutschland-Trikot an. Ich sage mal Arbeitsunfall, hat sie geschrieben. Ne? Ich glaube, wir müssen nachher nochmal unterhalten, oder? Ich weiß es nicht. So, Stefan, ich habe dir das Buch nochmal mitgebracht. Nein. Ich muss nochmal, das letzte Mal, dass ich das jetzt raushole. Haben wir jemanden vom Finanzamt Delmenhorst heute hier? Wir hatten schon mal jemanden vom Finanzamt hier. Ich frage nur deshalb. Ich setze sowas immer gerne von der Steuer ab. Öffentlicher Dienst, sagen Sie, wie viel Arbeit beim Finanzamt? Wirklich nicht? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Lisa da noch ist. Lisa, vielleicht können wir mal eben ein Foto hier auf der Bühne machen, dass ich das dem Finanzamt schicken kann, dass das wirklich ein Bühnenrequisit ist. Dann kann ich es von der Steuer absetzen. So, ist gemacht. Sehr schön, ich kann es von der Steuer absetzen. Begrüßen jetzt mit einem Totenapplaus in der zweiten Hälfte. Hier ist der Liebe Gäste, bevor ich fortfahre, immer hat mich jemand gefragt, nein, ich bin kein Flüchtling. Und ja, ich nutze es manchmal aus. Ihr wisst doch, seit fast einem Jahr gibt es was in jedem Bahnhof, diese Welcome Refugee Station, oder? Und wir Comedians, wir reisen ja sehr viel. Eines Tages komme ich in Hamburg mit meinem Rucksack, genau vor einem Jahr, mit meinem Rucksack mit dem Zug reingefahren. Ich komme so an die Tür geht auf, eine Menschenmasse steht vor mir. Und ich so, hä? So berühmt bin ich doch gar nicht, dass sie mich schon empfangen. Hä? Man wollte so aussteigen, kommt so ein Welcome Refugee Helfer zu mir, mit seinem Bauchladen zu mir her, guckt mich von oben bis unten an und sagt, Welcome Refugee, you want? Und bietet mir Obst oder Brot an. Leute, soll ich euch was sagen? Ich gehe seitdem ja nicht mehr einkaufen. Ich habe gelacht, habe meine Tasche voll über Rucksack angezogen und bin aus dem Bahnhof rausgelaufen. Und in Hamburg kennt ihr, regnet es oft. Ich gucke, es regnet. Was habe ich gemacht? Kapuze angezogen und bin zur Location gelaufen. Während ich so laufe, sind so drei Jugendliche auf so einer Erhöhung. Dann schreit tatsächlich einer von denen, hey Flüchtling, geh nach Hause. Da hab ich gesagt, was ist das für ein Dummkopf? Diese Menschen flüchten von daheim, die können gar nicht nach Hause. Das Wort erklärt schon alles, oder? Dann habe ich gedacht, wisst ihr was? Den verpasse ich eine Lektion. Da wir sowieso alle wegen dieser Flüchtlingsgeschichte so empfindlich sind, passt auf, was ich gemacht habe. Ich bin drei Schritte weiter gelaufen, bin stehen geblieben, habe mich angefangen, verdächtig zu verhalten. Hab ganz langsam meinen Rucksack ausgezogen. Bin zu den Jungs hingerannt, hab den Rucksack hingeschmissen. Wer denn mal sehen soll, wie schnell die gerannt sind? Und wie Afrikaner sind denn schnell? Ich hab noch einen draufgesetzt, hab den Rucksack gepackt, bin auf gleiche Höhe gerannt, hab gesagt, hey, du hast deinen Rucksack vergessen. Er so, ah!